erstmal locker am Platz laufen, ganz entspannt. Und Kick nach vorne, Kick. Und wir kreisen die Schultern nach hinten. Ellbogen mitnehmen. Bisschen größere Kreise. Und Becken. Schön große Kreise machen. Und Richtung Wechsel. Wir gehen über zu den Knien. Richtung Wechsel. Sehr schön. Einmal Beine lockern. Erste Übung. Wir starten im Squat und springen zur Seite. Auf die Ferse, auf die Spitze. Zurück, Squat. Das gleiche auf der anderen Seite. Step. Squat, step, squat, on, step, keep, on, step, keep, on, step, keep, on, step, keep, step, keep. Sehr schön, step, Achtung, wir halten, Hände aufsetzen, Sprung nach hinten und zurück. Das gleiche jetzt zur anderen Seite, step, Mitte, Sprung, squat, step, Mitte, Squat, sehr gut, locker. Das sind unsere zwei Variationen heute vom Happy Feet. Dazu gleich mehr. Nächste Übung. Gehen nochmal in den Squat. Übergang nach vorne in die Plank. Achtet hier mal drauf, Schulter über Handgelenk, eine Linie. Rechtes Bein geht zur Seite, links ran, zurück, zurück. Das gleiche auf der anderen Seite, Step raus, ran. Zurück, zurück, noch einmal, Step, ran, zurück, zurück. Wer möchte? Ein Arm hoch. Denkt nicht lange drüber nach, welcher Arm. Ihr nehmt automatisch den richtigen. Step, ta, step, zurück, und step, ta, step, und halten. Zurück in den Squat. Tief bleiben. Und Übergang. Ein Fuß durch und L-Ziehen. Sehr gut. Von hier beide Füße aufstellen. Fingerspitzen zeigen nach vorne. Okay. Kick, hoch, zurück, Center. Und Kick, hoch, zurück, Center. Und Kick, hoch, zurück, Center. Und Kick, hoch, zurück. Center, jeden Beat, Kick, hoch und Mitte, Kick, hoch und Mitte, Kick, Mitte, Kick. Sehr gut, Kick. Letztes Mal jede Seite und halt. Von hier ganz entspannt, linkes Bein ran, rechts raus, Becken hoch, über die Seite, zurück in den Stand, locker. Das waren so drei Übungen. Wir machen heute keine Routine, sondern direkt drei Übungen hintereinander weg. Okay? Wir gehen noch einmal tief in den Squat. Arme ausbreiten zur Seite und Mitte, hoch. Mitte, hoch. Mitte, hoch. Halten. Und hochkommen. Links. Bisschen was für unsere Schultern tun. Armwechsel. Ab. Pump. Kap. Pump. Kap. Pump. Kap. Beide. Sehr gut. Und tief. Vor. Handgelenke. Auf. Noch einmal vor,
langsam hoch. Sehr schön, Leute. Wir starten jetzt direkt los mit der ersten Übung. Okay, Leute, wir kommen zur ersten Übung, Happy Feet. Ganz, ganz wichtig, ihr könnt auch die ganze Zeit im Squat warten. Das heißt, ihr müsst nicht immer den Burpee mitmachen. Im ersten Intervall gehen wir so oder so ohne Burpee einfach nochmal zum Kennenlernen vom Schritt, okay? Ganz easy, einmal zur Wiederholung. Wir gehen zusammen in den Squat. Achtet dabei drauf, Knie in Verlängerung zu den Fußspitzen, Rücken ist gerade, ihr schiebt raus, zur Seite, Ferse, Spitze, Squat. Das gleiche zur anderen Seite, raus, Squat. Wenn ihr möchtet, nehmt ihr die Arme mit, Squat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sehr gut. Einmal lockern. Jetzt für die, die ein bisschen mehr wollen, mit Burpee, okay? Noch einmal, Squat, geht raus, Mitte, zurück, Squat, raus, Mitte, Burpee, Squat. Die, die den Burpee nicht mitmachen, bleiben einfach die ganze Zeit dann im Squat, okay? Und steigen mit allen zusammen wieder hier ein. Einmal lockern. Alle zusammen tief, gleich geht's los. Squat-Position. Starten zur rechten Seite. 5, 6, 7. On. Step. Squat. Step. Squat. Tief. Tief. On. Tief. Sehr schön. Durchhalten. Ha. Squat. Ha. Squat. Ha. Squat. Letztes Mal und anfersen. Aktive Pause, wir bleiben in Bewegung. Ab jetzt, nächstes Intervall mit Burpee. Auf geht's. Noch einmal tief. Jetzt mit Burpee in der Mitte, halbes Tempo. Step, tief, Burpee, Squat. Step, tief. Burpee, Squat, tief, Step, tief, Burpee, Squat, on, Step, tief, Burpee, Squat, cut, Squat, on, und locker. Ich sag euch, wenn ihr das jeden Beat macht, ist schon richtig heftig anstrengend. Wir bleiben aber heute bei jedem zweiten Beat, damit auch jeder mitkommt. Ihr könnt ja mal zu Hause ausprobieren, jeden Beat, diese Übung. Tief, letztes Mal. 5, 6, 7. Go. On. Cut. Step. Tief. Zurück. Squat. On. Oh. Gleich geschafft, schalten und locker. Sehr gut, Leute. Wir kommen direkt zur nächsten Übung. Kategorie Footwork, jetzt geht's zum Boden. Einmal alle zusammen, Deep Squat. Versucht die Fersen auf dem Boden zu lassen. Rücken ist gerade. Das ist unsere aktive Pause, die wir zwischen Intervallen machen, okay? Nochmal zur Übung. Kommt nach vorne in die Plank. Schulter über Handgelenk. Rechtes Bein geht zur Seite. Step, ran, zurück, zurück. Step, ran, zurück, zurück. Step, ran, zurück. Zurück. Wer möchte, macht das Ganze mit einem Arm. Step, ran, zurück, zurück, Step, cut, zurück, zurück. Und wir laufen in Deep Squat und relaxen. Handgelenke kreisen. Erstes Intervall, halbes Tempo zum Reinkommen. Anschließend gehen wir jeden Beat. Die letzten zwei Intervalle. Ihr entscheidet zu Hause, ob ihr einen Arm
oder beide Arme nimmt. Alle nach vorne. Rechtes Bein. Halbes Tempo. Oh, back. Ran. Zurück. Zurück. Oh, back. Ran. Zurück. Zurück. Durchhalten. Back. Ran. Zurück. Zurück. Achtet drauf, den Fuß richtig aufsetzen. Nicht auf die Fußkante gehen. Step. Back. Back. Gleich geschafft. Letztes Mal. 5, 6, 7. Break. Laufen in Deep Squat. Einmal die Handgelenke relaxen. Versucht die Ferse auf den Boden zu bringen. Ab jetzt. Jeden Beat, Leute. Nach vorne, alle zusammen. Rechtes Bein. 5. Oh, Step. Wenn ihr möchtet, ein Arm. Cut. Durchziehen. Gleich geschafft. Komm. Durchhalten. Letztes Mal. Und Squat zurück. Sehr schön. Noch einmal jeden Beat. Denkt dran, versucht mal einen Arm hochzunehmen. Nicht viel nachdenken, welcher Arm. Ihr werdet intuitiv das Richtige machen. Vor. Letztes Mal. Go. Step. Zieh. Cut. Cut. Step. Cut. Achtet auf eure Schultern. Über den Handgelenken. Durchziehen. Komm. Nicht nachlassen. Und zurück. Sehr gut, Leute. Eine Übung haben wir noch. So, Leute, letzte Übung für heute. Danach nur noch Stretching. Und dann könnt ihr den Samstag genießen. Alle zusammen. Übergang zum Boden. Squat. Einarm aufsetzen. Ein Bein durch absetzen in den L-Sit. Von hier Füße aufstellen, Fingerspitzen zeigen nach vorne, rechtes Bein geht Kick, hoch, zurück, Mitte, Kick, hoch, zurück, Mitte, okay? Wir werden erstmal halbes Tempo gehen und danach direkt jeden Beat. Ich wette, ihr schafft die alle zu Hause. Unsere aktive Pause, ganz easy, stellt die Füße auf. Und geht einmal hoch. Blick geht nach hinten. Und haltet einfach nur und atmet durch, okay? Einmal absetzen. Handgelenke lockern. Einmal ausschütteln. Macht euch bereit. Halbes Tempo. Kick. Hoch. Zurück. Mitte. Und. Kick. Hoch. Zurück. Mitte. Und. Kick. Ab. Back, center, on, kick, hook, kick, center, on, kick, hook, zurück, Mitte, on, kick, hoch, zurück, Mitte. Und wir bleiben und gehen hoch. Atmet durch, halten, Po hoch, nicht nachlassen, Spannung halten. Wir senken einmal langsam ab. Ab jetzt jeden Beat, okay? Bereit machen. 5, 6, 7, go. Kick. Und kick. Hoch. Kick. 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 Cut. Und kick. Up. 5, 6, 7, break. Okay, Leute. Jetzt zum Finale. Wer möchte, eine Hand zum Fuß. Auch hier, denkt nicht lange nach. Ihr werdet intuitiv den richtigen Arm nehmen. Nichtsdestotrotz, ihr nehmt immer den entgegengesetzten Arm, okay? Also, bereit machen. 5, 6, 7, 8. Und kick.
durchzieht. Kopf. Letztes Intervall, letzte Übung. Ab. Kick. Und. Letztes Mal. Und zurück. Becken hoch über die Seite. Puh, Leute, ihr habt es geschafft. Das Workout habt ihr hinter euch. Nur noch Stretching zum Schluss. Ganz entspannt, okay? Etwas weiter als hüftbreiter Stand. Legen einmal den Kopf zur Seite. Entgegengesetzter Arm zieht Richtung Boden. Und wir wechseln die Seite. Spannung aufbauen. Leichter Zug. Und zurück zur Mitte. Wir nehmen an, einen Arm über die Brust. Schulter tief. Entspannt atmen. Und Arm wechseln. Und lösen. Ein Arm zwischen die Schulterblätter fallen lassen. Andere Arm zieht leicht. Blick geradeaus, Becken aufrichten. Seite wechseln. Und lösen. Wir nehmen ein Bein vor. Becken parallel. Ferse zieht Richtung Boden. Beide Fußspitzen zeigen nach vorne. Und Bein strecken. Wir gehen zum Fuß. Und langsam gehen wir tief hinten auf die Fußspitze. Versucht das hintere Bein gestreckt zu halten. Und kommen in den Squat. Wir wechseln die Seite, gehen wieder tief. Hinteres Bein strecken. Wir kommen langsam hoch, beide Beine strecken zum Fuß. Und aufrichten, wieder Zehenspitzen zeigen nach vorne, Becken parallel. Kommt zur Mitte, Kinn auf die Brust. Und wir rollen Wirbel für Wirbel ab. Kopf und Schultern hängen lassen. Und langsam aufrollen. Ihr habt es geschafft, Leute.